Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Landesum im LS22. Wir sind immer noch dabei, Kalk auszubringen. Ich hoffe, wir müssen nur noch zweimal fahren und dann hat sich das Thema erledigt, dass der Deutz denn ganz in Ruhe den Kalk selber ausbringen kann. Mulchen kann, natürlich das große Feld. Dann könnten wir auch den Drescher wieder zurückstellen, etc. In der letzten Folge haben wir ja ein Kuhstall-Missplatz bzw. Güllebecken platziert. Weil ich ja gerne mit euch zusammen ordentlich Kühe züchten möchte. So einen richtig schönen Milchviehbetrieb aufbauen möchte. Mit allen Tierrassen, die es hier so im LS gibt. Der ist aber schon relativ weit, der Klaas. Hier beim Grubbern. Müssen wir hier und dann nochmal ein bisschen nacharbeiten, aber ansonsten ist der schon relativ weit. Wird aber auch mit der kleinen Sämaschine ein bisschen dauern, bis der hier durch ist. Ja. Also wenn das natürlich zu lange dauert hier mit der kleinen Sämaschine und wir dann absolut nichts mehr zu tun haben, dann werde ich das offline einfach weitermachen. Weil hier 4-5 Folgen ansehen ist dann auch nicht so wahrscheinlich euer Ding, beziehungsweise mein Ding auch nicht. Dann kann ich das eher laufen lassen und mache nebenbei Mittagessen oder Frühstück oder was auch immer. Bring meine Wohnung auf Vordermann. So. Hattet ihr schon mal so einen hohen Kalkverbrauch? Wenn ich ganz ehrlich bin, ich eher nicht. Der ist ja sowas von hoch. Der ist ja, der muss ja so einen niedrigen Wert haben. Der geht ja auf keine Kuhhaut mehr, wo wir gerade bei den Kühen waren. Wie viel fehlt dir denn? 5,875. Alter Schwede. Ja, also ich hoffe jetzt mit einmal fahren hat sich das Thema denn gegessen. Dann können wir uns um das abgeerntete Rapsfeld kümmern. Denn nur Kalken macht auch keinen Spaß. Also selbst mir nicht. Mit dem kleinen Bredal ist das manchmal ein bisschen mühselig. So, vor allen Dingen, wenn man das Feld gerade gekauft hat. Hm, passt aber die Arbeitsbreite. Ich glaube 5 Meter haben wir bei dem Grubber. Und das geht noch. 6 Meter wären auch noch okay. Alles andere... Für mein Gefühl wird es schon wieder zu groß. So, 12 Uhr. Können wir nochmal nach den Hühnern gucken, wie es denen geht. So, einmal bitte nochmal Kalk. Tippitoppi, wie geht's den Hühnern? Ja, du darfst dich aktualisieren. Alles schön und gut. Ich keine Probleme mit. Ah, der Streuer ist voll. Genau. Ein männliches Küken, das sollte mal ein Hahn werden oder wird mal ein Hahn. Dauert noch ein bisschen. Die ganzen Tierställe tauchen deswegen auf, weil ich ja das Gelände kaufen musste. Um die Ballen abzugeben, hier Hof 19, damit wir die Mission zu Ende machen mussten. Deswegen tauchen hier jetzt so viele Tierställe auf. Die Gesundheit und Produktivität steigt aber. Das ist das Wichtigste.
abends, wenn da mal zu viele Küken da sind. Dann werden die ja sowieso automatisch verkauft. Dann verdient man damit auch noch ein paar Euro. Ansonsten hat man ja die Eier, was ja auch gar nicht mehr so schlecht ist, die man ja auch verkaufen kann. Also langsam müssen wir uns ein bisschen beeilen. Sonst ist der Klaas hier schneller als wir. Ich würde auch gerne noch mal nach der Grünfläche hinterm Kuhstall gucken, wie hoch bzw. wie weit da das Gras ist, ob man das schon mal mähen kann und zu Heu machen kann oder nicht. Das würde mich brennend interessieren, weil dann wird es relativ schnell die ersten Kühe geben. So. Jetzt wird einmal gekalkt. Jetzt nochmal. So wie es aussieht, haben wir sogar noch Kalk über, oder? Ja. Ein bisschen Kalk bleibt, glaube ich, über. Ja, ein ganz bisschen Kalk, aber ist okay. Kann ich mit leben. So, dann kann der Deutz eigentlich, beziehungsweise die fahren erstmal den Hänger weg vom Feld und etc. an die Drescher. Und dann kann der Deutz auf jeden Fall da weiter mulchen. Mal hinten den Deckel drauf. Dann hat der Klaas ordentlich was zu tun. Hier kann dann nämlich auch schon das zweite Feld grubbern. Ja, wir können eigentlich die Zeit wieder auf normal machen, ne? Muss ja nicht auf 0,5 laufen. So lange sollte der Tag dann auch nicht mehr dauern. Hier ist unser, naja, mittlerweile nackter Hof, der ja noch ein bisschen umgebaut wird. Und dann auch hoffentlich bald wieder schön aussieht. Haben wir den Kalkstreuer weg. Den Mulcher bzw. das Stoppelgerät brauchen wir ja noch. Dann mal runter mit dir. Mal ab. Oder muss das Feld gepflügt werden? Ich glaube nicht. Wo sind wir? 94. Ich hoffe, nein. Oh nein. Juhu! Gut, auf der 85 können wir nach dem Grubbern gleich nochmal pflügen. Das ist ja richtig schön. Haben wir ordentlich was zu tun. Egal, Fail von mir. Oder wir nehmen die 30% oder was das sind, Ernteverlust in Kauf. Habe ich aber eigentlich nicht so viel Lust drauf. Dann können wir eigentlich den Klaas gleich rübersetzen, dass der das andere grubbert und dass wir das dann eher angesehen kriegen. Miss Schiddebü, die ganze Folge vertrödelt. Ja, ist halt so. Ist halt so, ist halt so, ist halt so. Klappt mal ein, das Ding. Die 88 muss nämlich nicht pflügen, die muss bloß gegrubbert werden. Schiddebü, Schiddebü, Schiddebü.
Das wird dauern mit dem Flügen. Egal. Gucken wir, wie weit wir kommen, ne? So. Schnell den nächsten Kurs reingeschmissen. Da fängst du an, bitte. Völlig verschietert. So, einmal erstmal den Drescher weg. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo der Schneidwerkswagen steht. Da hinten. Wunderbest. Und tanken müssen wir den. Und am besten auch reparieren. Noch ein Feld mit irgendwas drauf haben wir, glaube ich, gar nicht, ne? Nein. Dann würde ich eher sagen, bereiten wir den Drescher fürs nächste Jahr vor. Also zumindest, ne, reparieren, tanken. Wie man das halt so macht. Dass der dann auch einsatzbereit ist fürs nächste Jahr. Da hatte ich hinterm Hänger noch ein Rapspflänzchen übersehen, aber das bleibt jetzt so. Das wird dann einfach mit untergegrubbert an, ist das so? So, Werkstatt. Die Werkstatt haben wir hier vorne. Mal gucken, ob ich da mit dem Gefährt reinkomme. Oder ob er es annimmt zum Reparieren. Das ist ja nicht ganz so einfach. Hier mit den Werkstätten. Ja, genau. Das war schon mal nichts. Das ist schon mal doof. Dann reparieren wir den, glaube ich, eher übers Menü. Da ich aber zu faul bin, jetzt nochmal Sprit zu holen, werden wir das so kaufen. Der Tank ist nämlich leer, wir kosten 13.000 für 10.000. Das wird erstmal Ewigkeiten und 3 Tage reichen. Dann gibt es erstmal Sprit. Genau, reparieren müsste ich. Nee, kann ich hier nicht übers Menü. Mist. Shit, 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 shit. Ja, muss ich mir was einfallen lassen. Oder werde ich mir was einfallen lassen? So, du kommst erstmal hier hin. Dann bringen wir erstmal den Hänger weg. Da ist ja noch ein bisschen Raps drin. Dann mulchen wir das, kalken wir das und dann kann er ordentlich 3 Tage üben hier. Beziehungsweise erstmal das andere Feld, weil das wichtiger ist für den Raps. Einmal ab die Post. Ja, habe ich mich mit dem Drescher natürlich genauso hingestellt, dass ich da nicht reinfahren kann. Aber egal. Fahre ich von dieser Seite aus rein. Ihr könnt euch schon mal auf Schaufeln freuen. Wenn wir das alles wieder verkaufen wollen. So, welche Abkippseite hast du? Ich hoffe links. Hinten. Gut, ändern wir mal. Kornschieber. Links. Und abkippen. Da. Machen wir voll. Einen schönen großen Haufen. So, und weil es so viel spaßig war, lassen wir den jetzt einfach hier stehen. So. Einmal rückwärts rausbalanciert und dann geht es auch weiter. Dann haben wir wieder einen, der mulchen kann.
Yep. Dafür brauchst du Gott sei Dank kein Gewicht. Ja, passt. So, auch du kriegst einen Kurs verpasst. Und kannst dich hier ordentlich austoben. Viel Erfolg. Passt. Genau, du bist noch dabei. Und dann würde ich sagen, erstmal nach dem, naja, missglückten Gruppern, hätte ich jetzt beinahe gesagt, mit der missglückten Feldbearbeitung, bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag. Würde mich natürlich auch über ein Like, Abo bzw. Kommentar freuen. Ne? Wenn ich mal wieder so einen Mist baue, schreibt das gerne rein, denn kann ich das schon vorher lesen. Bedanke mich bei euch, wünsche euch was, freue mich natürlich aufs nächste Mal mit euch. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut.